Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 263. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und in diesen Aufgaben, die ich da aufzähle, lebe ich meinen Seelenplan denn meine seele hat sich vorgenommen licht auf die erde zu tragen und ein wirklich intuitives spirituelles leben zu leben und dieses leben der intuition das bringt so viel freude mit sich es bringt auch herausforderungen mit sich aber in meinen augen bringt es vor allem ganz ganz viel freude mit sich denn für mich gibt es nichts schöneres als meine intuitiven fähigkeiten zu leben mit meiner intuition im einklang zu leben und diese Fähigkeiten, die ich habe, in meinem Alltag auch zu leben. Äh, etwas, was für mich zum Beispiel ganz normal und natürlich ist, ist, dass ich die Bedürfnisse meiner Katzen sehr genau verstehe. Ich weiß, was meine Katzen wollen und genau auch, wenn sie was anderes zu essen wollen. Und so weiß ich auch, dass mein Kater gerade Kuscheleinheiten braucht und deswegen mit mir hier gemeinsam auf dem Schreibtisch sitzt. Naja, ich sitze nicht auf dem Schreibtisch, aber eher. Und mich hier gerade so ein bisschen unterstützt und unterhält und mich anschnurrt, damit ich ihn streichle. Ja, was bedeutet es denn eigentlich, mit den intuitiven Kräften zu leben? Und das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und es ist natürlich auch so eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die am Anfang stehen und merken, oh irgendwie fühle ich ziemlich viel, aber was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Oder ist dieses hochsensible, was ich bin, ist es überhaupt hilfreich in meinem Alltag oder könnte es meinen Alltag eigentlich einfach blockieren? Könnte es sein, dass mein Alltag dadurch erschwert wird? Und meine Antwort darauf ist, Hochsensibilität ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Ich liebe es, hochsensibel zu sein. Und ja, ich bin mir bewusst, dass es manchmal anstrengend ist, weil wenn ich mit vielen Leuten zu tun habe, brauche ich danach wieder Erholung und ich brauche danach wieder Zeit für mich und Ruhe für mich, damit ich in die Harmonie kommen kann, damit ich wieder in den Frieden kommen kann, damit ich wieder bei mir ankommen kann. Aber offen gesagt, wenn ich meine Hochsensibilität nicht hätte, wenn ich meine sanfte, feine Seite nicht hätte, würde mir so sehr etwas fehlen in meinem Leben. Denn je mehr du lernst mit deinen intuitiven Fähigkeiten zu leben, je mehr du lernst wirklich darauf zu achten, was deine Intuition dir sagt und dich eben nicht mehr zu fragen, oh, war das jetzt die Intuition oder habe ich mir da gerade was eingebildet, sondern wirklich zu wissen, dass was da kommt, ist intuitiv, je mehr du das tust, Umso einfacher ist dein Leben. Und ich meine damit nicht unbedingt, dass dein Leben nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist, denn du wirst in deinem Leben immer mit Herausforderungen zu tun haben. Aber du gehst ganz intuitiv und ganz entspannt und einfach deinen Lebensweg, wenn du lernst, wirklich auf deine Intuition zu vertrauen. Es ist relativ einfach oder ich möchte relativ einfache Beispiele machen. Und es sind Beispiele aus meinem Alltag. Eines davon ist, ich habe unbedingt eine neue Decke gebraucht. Und dieses neue Decke brauchen habe ich so ein bisschen vor mich hingeschoben. Ich hatte keine Lust mehr eine neue Decke zu kaufen und musste dann das blöde Ding aus der Stadt nach Hause tragen. Und es war so, oh nee, lass mich mal das nicht machen. Und irgendwann, und ich sage das sehr, sehr bewusst so, hatte ich urplötzlich und zufällig das Gefühl, jetzt gehe ich meine Decke kaufen. Und ich sage deswegen urplötzlich und zufällig, weil ich für den Tag wirklich nicht den Plan gehabt hatte mir eine Decke zu kaufen. Aber ich habe es gemacht, ich gehe in den Laden rein und auf das ganze Deckensortiment waren irgendwie 40 Rabatt. Und vielleicht waren es sogar 50. Es war wirklich richtig richtig heftig runtergeschrieben als das, was es normalerweise wäre. Also konnte ich meine Decke kaufen und habe die Hälfte davon bezahlt als was ich normalerweise bezahlt hätte und das ist Intuition im Alltag. Das ist ein ganz simples, alltägliches Beispiel, wie ich intuitiv bin. Und genau diese intuitiven, alltäglichen Dinge sind es, die dein Leben so einfach machen. Jetzt ist es in dem Fall eine Decke, die nur die Hälfte des Preises gekostet hat. Ich meine, cool, ich konnte mir dazu gleich noch einen schönen Anzug kaufen und war immer noch innerhalb von meinem Budget. Es gibt aber ganz, ganz viele andere Dinge, die ich erlebe in meinem Alltag und bei denen ich dann weiß: ah, okay. Weil ich hier bin oder weil das und das passiert ist, weil ich die und die Entscheidung getroffen habe, ist das jetzt die Lösung davon. Und diese Intuition, das ist ein Training. Und ich kann es einfach nur so sagen: Wenn du ein intuitiver Mensch bist, der eine untrainierte Intuition hat, also wenn du deine Intuition nicht trainiert hast, dann wirst du auch Erfolgserlebnisse haben in deinem Leben. Dann wirst du auch bei Dingen sagen: Hey, das habe ich einfach so gewusst oder du wirst sagen: Ach, das habe ich so angenommen. Aber du wirst es nie genauso zielgerichtet einsetzen können, wie ich das mache. Du wirst nie so zielgerichtet genau den Nagel auf den Kopf treffen, wie das für mich gang und gäbe ist und komplett normal. Und es geht darum, diese Intuition, dieses Geschenk wirklich zu trainieren. Und das ist für mich etwas, was ich so sehr dir weitergeben möchte. Ich möchte dir weitergeben, es geht darum. Dass du deine Fähigkeiten, deine Geschenke, die du da bekommen hast, ernst nimmst. Stell dir vor, du wärst eine wunderbare Musikerin oder vielleicht eine grandiose Künstlerin und würdest die schönsten Bilder der Welt malen. Dann kommen alle und sagen: Ach, das ist ja ein Geschenk, dass du das kannst. Und du wirst wahrscheinlich lächeln und sagen, nein, ich habe einfach den Muskel trainiert. Denn eine Gabe oder eine, ein Talent ist immer nur etwa 10% von dem Erfolg, den du hast. Die anderen 90 Prozent sind Fleiß. Und es ist die wirkliche Bereitschaft, hinzugucken und zu sagen, das mache ich. Da gehe ich hin, da gebe ich Gas, das mache ich. Und genau das ist es auch mit deinen intuitiven Geschenken. Vielleicht weißt du, dass du hellwissend bist. Dann ist dieses Hellwissen großartig und es wird dir sicher zwischendurch großartige Dienste erweisen. Aber stell dir nur mal vor, was du machen könntest, wenn du wüsstest, wie du das zielgerichtet anwendest. Stell dir vor, welche Erfolge du feiern kannst, wenn du gelernt hast, mit deiner Hellsicht oder mit deinem Hellwissen oder mit deinem Hellhören richtig zielgerichtet zu sein. Was es bedeuten würde für dich, wenn du das Ganze trainierst. Und der größte Teil der Bevölkerung hat es nicht trainiert. Die meisten Menschen haben ihre Intuition nicht trainiert. Und das macht jemanden, der eine gute Intuition hat, ein gutes Training hat und die Hellsinne richtig gut trainiert hat, zu etwas Besonderem. Denn damit hast du die Möglichkeit, den anderen Menschen wirklich zu helfen. Wenn ich anfange mit der Jahresausbildung, dann habe ich viele Studenten, die mir sagen, also eigentlich will ich diese Fähigkeiten vor allem für mich trainieren. Ich will vor allem für mich erkennen, was ich damit machen kann, wie ich damit arbeiten kann, wie mein Weg damit sein könnte. Ich will meine Kinder besser verstehen oder vielleicht meine Haustiere. Und dann fangen wir an und nach ein paar Monaten höre ich dann von ganz, ganz vielen von meinen Studenten, oh, das macht so viel Freude. Ich werde daraus eine Berufung machen, ich werde daraus eine Karriere machen, ich werde mich selbstständig machen. Und wenn ich das so höre, dann macht mich das einfach stolz und es macht mir Freude, es macht mich glücklich. Weil auf der einen Seite. Ich ganz viele Menschen dazu begleiten darf, ihre Intuition zu leben, ihre wunderbaren Geschenke wirklich anzunehmen und wirklich damit zu leben und zu arbeiten. Und auf der anderen Seite sorge ich dafür, dass ganz viele Menschen, die eben diese Geschenke nicht haben und die nicht so hochsensibel sind wie du, Unterstützung und Hilfe bekommen. Die bekommen Unterstützung von jemandem, der ihnen sagt, hey, guck mal, meine intuitiven Fähigkeiten können dir helfen, deine eigenen Gaben und Fähigkeiten zu erkennen und zu leben. Denn das ist es, was ich unterm Strich in meinen Beratungen mache. Ich helfe den Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten kennenzulernen, ich helfe ihnen, ihre Probleme und ihre Blockaden aufzulösen und ich unterstütze sie wirklich dabei. Ich unterstütze sie dabei, in eine Harmonie zu kommen, in einen Frieden zu kommen mit dem, was sie sind. Für mich ist es eines der schönsten Geschenke überhaupt. Es ist das, was ich wunderbar finde und was mich wirklich glücklich macht. Und es ist das, was ich der Menschheit weitergeben will. Denn wir bewegen uns in einer Zeit und in einem Zyklus, der sehr anders ist. Der Zyklus, der verändert sich sehr intensiv. Und die nächsten Jahre werden sehr aufregend werden. Es wird nicht ruhiger. Dieser Prozess, der die Erde macht, dieser Aufstiegsprozess, ist ein Aufstiegsprozess, der uns alle fordert. Es ist ein Prozess, der von uns allen alles fordert. Und wenn du gelernt hast, deine Fähigkeiten zu nutzen und die Menschen wirklich zu unterstützen in dem, was sie tun, dann kannst du dein Licht auf der einen Seite heller leuchten lassen und deinen eigenen Seelenweg wirklich gehen. Denn darum geht es ja unterm Strich, dass du lernst, deinen Seelenweg zu gehen. Auf der anderen Seite aber auch bist du wirklich ein helles Licht für den ganzen Aufstiegsprozess. Du bist dann eben wirklich für den Aufstiegsprozess unverzichtbar. Es braucht dich. Und deine Fähigkeiten und deine Gaben. Und ich weiß, dass sich das so ein bisschen dramatisch anhört, wenn ich das sage, aber wenn ich sehe, was da kommt, dann braucht es jede einzelne von uns, die in der Lage ist, mit ihrer eigenen Intuition zu sagen, hier geht der Weg lang. Es braucht jeden einzelnen Menschen, der sagt, hey, ich bin bereit, mich wirklich so weiterzubilden, so zu schulen, dass ich das, was ich mache, wirklich kann. Und aus dem Grund, haben wir auch entschieden, am Donnerstag, jetzt diese Woche, am 30. November, für einmal ein offenes Training zu machen. Ein Training, an dem wir dich an die Hand nehmen. Das heißt, ich habe. Zwei meiner Lehrerinnen mit dabei und wir nehmen dich an die Hand und helfen dir, deine eigenen intuitiven Fähigkeiten wirklich zu erkennen. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich glaube, dass ich diese Fähigkeiten habe, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Ich glaube, wenn ich jetzt da irgendwie in eine Ausbildung gehen würde, wäre ich die Schlechteste von allen und ich wäre die Einzige, die nichts erkennt und ich wäre die, die keine Ahnung hat, ob es wirklich funktionieren könnte. Und ich will dir beweisen, dass dies nicht so ist. Ich will dir beweisen, dass du auf jeden Fall das kannst ich will dir beweisen dass du auf jeden Fall in der Lage sein wirst etwas zu erleben etwas wahrzunehmen dich mit deiner eigenen Intuition zu verbinden denn ich bin 100% überzeugt dass es in dir vorhanden ist und genau deswegen machen wir dieses Schnuppertraining wir nennen das ein Schnuppertraining Medialität und wir machen das genau deswegen, dass du mal schnuppern kannst, dass du mal <laughs> deinen großen See ins Wasser tauchen kannst und gucken kannst, warte mal, ist das wirklich etwas, was ich auch in mir trage? Ist das etwas, was ich tatsächlich kann? Oder bilde ich mir das wirklich nur ein? Denn eines der größten Vorurteile, gegen das ich <laughs> laufe und das ich sehen kann, ist das Vorurteil von, naja, ich bilde mir das alles nur ein. Und das Problem ist, solange du nicht. Lernst, solange du nicht trainierst, solange du nicht wirklich hinguckst, wirst du dir immer einbilden können, dass du dir das nur einbildest. Und weißt du, das ist so ein bisschen eine Herausforderung, den Mut zu haben, deine Wahrnehmung auszusprechen. Das braucht Mut. Es braucht Mut, sich auszusprechen. Und es braucht immer Mut. Und es ist nicht so, dass es diesen Mut, dass es irgendwann aufhört. Auch ich brauche noch heute manchmal Mut, eine Wahrnehmung auszusprechen, die ich habe, weil sie für mich so absurd ist und so skurril, dass ich irgendwie denke, hey, das kann ja nicht sein, dass die Person das wirklich so und so erlebt hat oder dass es wirklich so und so ist. Aber wenn ich dann den Mut habe, das auszusprechen, dann werde ich immer 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 damit belohnt, dass mein gegenüber mir sagt ja ganz genau so was. Oder ganz genau so ist es. Oder ich kann ganz genau verstehen, weswegen du das so und so sagst. Mein Gegenüber versteht meine ganz skurrilen Wahrnehmungen, die ich manchmal wirklich hinterfrage, immer. Und diesen Mut zu haben, zu lernen, zu sagen, ich vertraue einfach auf meine Impulse und lasse mich wirklich einfach an die Hand nehmen, das ist es, was es braucht. An unserem Schnuppertraining, was wir machen, und übrigens, das Schnuppertraining kostet gerade mal neun Euro. Also das kostet praktisch gar nichts. Es kostet deswegen neun Euro, weil ich nicht will, dass sich Menschen anmelden und dann nicht kommen. Die Plätze sind beschränkt. Wir haben sehr beschränkte Plätze, weil wir wollen euch ja an die Hand nehmen können. Und wenn sich dann Menschen einfach anmelden, weil es nichts kostet, dann macht es keinen Sinn, weil dann nimmst du jemand anderem den Platz weg. Und deswegen ist das Schnuppertraining tatsächlich kostenpflichtig. Das heißt, es kostet 9 Euro und das hast du ja sowieso in der Tasche, von dem her kannst du dir das auch leisten. Aber... In diesem Training nehmen wir dich an die Hand. Das heißt, wir zeigen dir, wie es wirklich geht. Ich habe Tausende von Studenten unterrichtet. Ich weiß tatsächlich sehr genau, wie ich jemandem zeigen kann, wie er sich mit seiner eigenen Intuition verbindet und lernt auf diese intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen, lernt auf diese Kräfte zu vertrauen und lernt wirklich diese Wahrnehmungen auch auszusprechen. Und mit der Welt zu teilen. Denn die Welt braucht genau deine Wahrnehmung. Die Welt braucht das, was du erlebt hast, was du hast. Die Welt braucht dich. Und je besser du dich mit der Welt verbindest, je besser du dich mit deinen intuitiven Fähigkeiten verbindest, je entspannter du damit umgehst, umso besser bist du mit deiner eigenen Seele verbunden und mit deinem Seelenplan. Und auch da, wenn du deinen Seelenplan erkennen lernst, wenn du erkennst, ach so, dafür bin ich da dann wirst du merken, dass du einfacher diesen Weg gehst. Der Weg der Seele wird immer einfacher, je besser du ihn kennst, je besser du weißt, wodurch es geht. Es wird immer einfacher, wenn du lernst, wirklich darauf zu vertrauen, dass das, was du wahrnimmst, auch das ist, was tatsächlich ist. Und das kann gerade bei sich selbst manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein. Gerade wenn es um dich geht, kann es dann sein, dass du. Dich fragst, ob es wirklich so ist, ob du wirklich, wirklich das wahrgenommen hast, was du meinst. Und dafür brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Dafür brauchst du jemanden wie mich, eine richtig gute Lehrerin, die dir sagt: Hey, guck mal, da hapert es noch, da kannst du noch hingucken und da kannst du lernen. Und auch das braucht Mut. Weißt du, ich bin mir bewusst, dass es Mut braucht, zu sagen: Ja, ich nehme mir jetzt jemanden und ich lasse mich da durchführen und ich lasse mich unterrichten. Weil mit deiner Intuition, mit diesen intuitiven Fähigkeiten, naja, das ist etwas super persönliches, das ist etwas, was für dich mit ganz viel Verletzung zu tun hat und deswegen wagen sich ja so viele Leute nicht, weil sie eine ganz tiefe Verletzung in sich tragen, wenn es um diese intuitiven Fähigkeiten geht. Ich garantiere dir, wenn du dich an die Hand nehmen lässt, wenn du sagst, hey, okay, ich gehe meine Fähigkeiten an, ich lasse mich da wirklich durchtragen und ich lasse mich an die Hand nehmen, dann wirst du diese Verletzung garantiert überwinden und du wirst merken, wie man so spielerisch, so liebevoll und freudvoll mit sich selbst, mit der Welt und mit den eigenen Fähigkeiten in eine wunderbare Harmonie kommt. Also, wenn du sagst, hey, ich will es unbedingt mal ausprobieren, ich will mal dabei sein, ich will mal gucken, ob ich das vielleicht doch auch kann und ob das in mir vorhanden ist, dann freue ich mich riesig darauf, dich am Donnerstagabend zu begrüßen. Du findest den Link für unser Schnuppertraining Medialität unten. Und nur noch, dass ich das noch gesagt habe. Je besser du mit deinen intuitiven Fähigkeiten verbunden bist, umso besser bist du mit deinen Geistführern verbunden. Mit den wunderbaren Wesen der höheren Lichtdimension, die uns anleiten und die uns Antworten geben auf unsere Fragen. Denn das ist etwas, was für mich komplett normal ist. Mich mit diesen Wesen zu unterhalten, ist etwas, was für mich natürlicher nicht sein könnte. Ich muss noch einen Schlusssatz machen. Ich hatte gestern Abend ein Webinar zum Thema Auflösen von Blockaden und... Dieses Webinar war so intensiv und zwar deswegen, weil ich mich komplett von meiner Intuition habe leiten lassen. Ich wusste, ich habe dieses Training und ich habe mich nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt gehabt und zwar deswegen nicht, weil ich krank war. Also bin ich so ein bisschen unvorbereitet für meine Verhältnisse in dieses Training rein, beziehungsweise ich bin nicht unvorbereitet rein, aber ich war gestern halt noch nicht so vorbereitet und irgendwann habe ich dann der geistigen Welt gesagt, hey, Training heute Abend, soll ich mich hinsetzen und was machen oder habt ihr was vor? Und ich höre sofort von meinen Geistführern, wir haben was vor. Und dann habe ich gesagt, okay, wann seid ihr denn soweit? Und dann sagen sie mir, naja, ich sag's dir einfach. Und ich so, okay, gut, gehe okay, so meiner Dinge. Und so ungefähr zwei Stunden vor dem Training haben sie mir gesagt, wir sind soweit, wir können dir sagen, worum es geht. Ich habe mich hingesetzt und alles aufgeschrieben, was wir machen wollten. Und das Interessante daran war, da waren Wesen aus der zehnten Dimension, die geholfen haben. Und die sind so stark von ihrer Energie her. Wir haben gestern am Abend richtig tiefe Dinge aufgelöst. Wir haben richtig viele Dinge aufgelöst, die noch da waren und die jetzt aufgelöst werden durften. Und das ist, weil ich meine Intuition so stark gekräftigt und gestärkt habe, dass ich einfach darauf vertraue, dass wenn die geistige Welt sagt, hey, wir machen das, dass ich weiß, Sie machen etwas Grandioses. Und es ist nicht nur so, dass es einfach cool ist, darauf zu vertrauen, sondern es ist auch immer so beeindruckend, dabei zu sein und zu sehen, was Sie alles schaffen. Es ist so beeindruckend zu erkennen, hey, die sind grandios und sie wissen genau, was wir brauchen. Und auch das ist etwas, was du lernst. Je mehr du dich mit deinen Fähigkeiten verbindest, je tiefer du in diese Verbindung gehst, umso einfacher lässt du dich eben auch von deinen Geiz, von deinen spirituellen Führern anführen und hörst ganz genau, was sie zu sagen haben für Fragen in deinem eigenen Leben. Und damit beende ich für heute den -Herzens Dialog. die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!